Hallo, liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dingesbühl. Ja, was haben wir hier stehen? Eine hübsche Leica und einen großen Detlefs Puls. Nee, nicht Puls, Trend, Entschuldigung, ein kleiner Fehler von mir. Doppelachser. Und was machen wir hier? Hier kriegen wir Algo-Hubstützen drunter. Das kennen wir ja schon, das haben wir letzte Woche gesagt. Habe ich euch ja schon mitgeteilt, dass wir bei dem hübschen Fahrzeug das auch machen. Und ja, hier steht er jetzt, haben wir vorbereitet. Da legen wir morgen früh gleich mit vollem Karacho los. Wird wieder ein tolles Projekt. Und gleichzeitig, schauen wir mal offen, nee, der ist noch zu. Gleichzeitig kriegt er auch noch einen Max-Van oben verbaut. Das zeige ich euch aber, das machen wir nicht hinten im Schlafbereich, sondern auch wie bei dem anderen Detlefs in der Mitte rein. Aber wie gesagt, das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Was wir jetzt hier bei der Leica euch zeigen wollen. Ich weiß nicht, der ein oder andere Abonnent von euch müsste dieses Fahrzeug eigentlich noch kennen. Weil hier haben wir schon etliches verbaut. Zum Beispiel hier oben den Servo Touch. Genau, da hängt er. Lithium-Akku, Solaranlage, das haben wir hier alles schon gemacht. Was kriegt er heute? Beziehungsweise diese Woche sind wir dran. Das habe ich euch schon mal angekündigt gehabt. Dieses Thema wieder aufzugreifen. Und zwar eine Cinderella-Verbrennungstoilette. Da fangen wir auch morgen gleich an, die reißen wir raus und stricken hier eine komplett neue Toilette rein. Und da zeige ich euch natürlich auch wieder die einzelnen Schritte, wie wir das machen, was wir da tun, wird bestimmt ganz interessant. Dann kriegt ihr hier einen Kompressorkühlschrank. Auch das habe ich euch ja schon das letzte Mal gezeigt bei dem Knaus, wo wir den großen ausgewechselt haben. Hier machen wir jetzt den kleinen Kompressorkühlschrank rein, der hier im Unterbau möglich ist. Dann kriegen wir hier noch eine LTE-Antenne, einen neuen Smart-Fernseher, den wir hier verbauen. Ach, und noch viele, viele Kleinigkeiten mehr. Von hin zur den Tanksensoren, um die Füllstände richtig anzugucken und. Aber das möchte ich euch hier eben nur mal so ein bisschen anteasern. Das zeige ich euch dann natürlich, wenn es soweit ist, was wir hier genau vorhaben, was wir hier genau machen. Und ach ja, die Osram LTE-Leuchten bauen wir hier auch ein von meinem letzten Video. Auch die kommen hier zum Tragen, die werden wir hier auch noch einbauen. Und hier oben auf dem Dach schauen wir mal, ob wir die LTE-Antenne noch sauber verbauen. Ja, da ist ja nur Platz, da kriegen wir nur locker viel unter. Also ihr seht, da haben wir ja die vier Solarplatten da drauf gemacht und ja, da kriegen wir auf alle Fälle noch was hin. Das ist überhaupt kein Thema, das kriegen wir da noch hin. Schaut klasse aus und den MaxView, MaxVan haben wir ja hier schon eingebaut und jetzt kommt da noch die LTE-Antenne drauf, da haben wir aber hier in der Mitte noch Platz, sehe ich, da kriegen wir die locker ohne Probleme unter und dann machen wir das richtig schick. Genau. Also hier haben wir wieder einiges zu tun. Dann wird es bei dem Fahrzeug, mache ich mal ein richtiges Special. Weil das muss ich machen. Da werden wir mal sehen, wie wir das machen. Vielleicht holen wir da in Camper Tobi auch dazu. Da müssen wir mal schauen, weil das Fahrzeug eigentlich für seine Größe ein echtes Unikat ist. Ich sage, es ist ein Unikat, weil der hat alles. Also dieses Fahrzeug hat wirklich alles. Das wollen wir euch aber dann im Detail zeigen. Von vollautomatischen Hubstützen bis vollautomatisches Luftfahrwerk bis hin zur BirthView, sprich 360-Grad-Kamera. Dann auch Verbrennungstoilette, Lithium-Akku, Wechselrichter und. Solaranlage, Verbrennungstoilette habe ich schon gesagt, Internetantenne. Das Auto hat dann wirklich alles und ich glaube, das schlägt wirklich um Längen manch Liner.
an der Ausstattung, was da drin steckt. Also, und das muss ich euch einfach mal zeigen, intensiv zeigen, wirklich in einem etwas längeren Video, weil das ist phänomenal. Also das habe ich so noch nicht gesehen, aber macht riesig Spaß. Also ihr seht, hier oben zum Beispiel ist die Kamera von der 360-Grad-Geschichte. Dann haben wir auch hinten ja zwei Kameras verbaut. Hier, genau. Da muss man euch dann wirklich mitnehmen, weil das muss man gesehen haben, weil also das ist schon richtig phänomenal. Wenn wir hier reingucken, sehen wir dann hier auch schon das Goldschmidt Luftfahrwerk. Da haben wir den Monitor für 360-Grad-Kamera, da haben wir den Monitor für das normale Navi. Und jetzt muss ich gucken, da hinten irgendwo hängt das Ding für die Hubstützen von Goldschmidt. Also hier in dem Auto ist echt alles verbaut. Von der Vipro, Tetronic, Alarmanlage, alles. Also richtig, richtig schönes Fahrzeug, top in Schuss, richtig geiles Ding. Und ja, das muss ich euch einfach mal mitteilen, wie das so ist oder was da alles möglich ist, was man da alles reinbauen kann in das schöne kleine Fahrzeug. Ich finde es richtig cool, weil da ja, macht es schon richtig Spaß, dann mit so einem Auto rumzufahren. Jo, was hat sich dann noch so bei uns getan? Ihr seht, die Halle ist leer. Unser Tournee ist raus, den haben wir rüber auf den Platz gestellt, weil wir hier Platz gemacht haben heute für unseren neuen Tournee. Der soll eigentlich ja heute kommen. Ich nehme an, wegen Stau, also er wird spätestens ja morgen, übermorgen wird er da sein. Jedenfalls soll er die Woche noch eintrudeln. Und dann haben wir hier auch gleich eine Baustelle angefangen, wie ihr seht, weil wir hier den kompletten Platz hier neu machen lassen. Warum lassen wir das neu machen? Damit wir hier auch unsere Neufahrzeuge schön präsentieren können. Hier war ja vorher alles Wiese und da hinten so ein ekliger Busch. Wir lassen jetzt hier einen schönen Fahnenmasten setzen, weil immer wieder Leute an uns vorbeifahren und uns nicht gleich finden, damit man uns auch dementsprechend sieht. Und dann kommen hier die ganzen Rasensteine, werden hier gesetzt, damit wir hier Neufahrzeuge präsentieren können und ja, damit man einfach das hier alles ein bisschen schöner gestalten kann. Das Unkraut, wo da so wild hinaus wächst. Und zwischen denen wächst ja auch schön Gras. Das schaut dann alles auch schick aus. Und ja, das passt. Das wird dann alles schön. Da haben wir schon hier schöne neue Rabatten gesetzt. Genau, damit das alles, das wird jetzt nur verdichtet. Und dann geht's auch schon los mit dem Setzen. Die waren heute echt fleißig. Heute früh um 7 angefangen. Ratzfatz war das Ding raus. Und ja, dann werden hier unsere neuen Tournees vorgestellt. Einer wird immer drin stehen und zwei werden immer hier stehen, damit man auch entsprechend hier außen was zeigen kann. Das ist dann ganz geschickt. Und ja, so wird es langsam alles hier bei uns. Wird immer mehr, gibt immer mehr zu tun. Macht auch richtig Spaß und da freuen wir uns auch richtig drauf. Und hier haben wir eine neue Kleinigkeit, und zwar, wer Interesse hat an einen Satz Reifen, originale Reifen mit Fiat-Felge, nagelneu, also sind vielleicht 200-300 Kilometer gefahren, mehr waren es nicht. Ihr seht hier die Bezeichnung 225-75R16. Profil ist noch top, auch das sieht man, also da ist fast nichts runter. Die Dinger sind nagelneu, möchte ich schon fast sagen. Gehen für relativ schmales Geld im Komplettsatz hier raus. Also sind nur übrig von einem Kunden, der von uns 18 Zoll Umrüstung gehabt hat. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr uns gerne anrufen bzw. kontaktieren per Mail. Und dann verraten wir euch natürlich auch, was es kostet. Mache ich aber jetzt nicht hier auf YouTube, weil das ist immer so ein bisschen unseriös. Dann geht immer die Schlachterei los. Einmal kurz anrufen bzw. kurz anfragen. Der Satz ist nagelneu. Felgen sind top. Also ihr seht, die haben nichts. Ich habe alle angeschaut. Da ist kein Kratzer dran, da ist nichts. Also die sind echt richtig, richtig schick. Also wenn Interesse steht, wenn Interesse besteht, einfach kurz durchfunken.
Ja, und dann habe ich hier noch einen Tedford-Kühlschrank, Absorber-Kühlschrank. Ihr seht hier die Bezeichnung, da könnt ihr nachgucken. Das ist das Modell N3142. Auch der muss raus, soll raus. Da haben wir ja umgerüstet auf Kompressorkühlschrank, ist ein wunderbarer Absorberkühlschrank. Auch dieses Gerät ist noch nicht alt. Der hat vielleicht 1,5 Jahre auf dem Buckel, ist von Knaus rausgebaut worden. Der Knaus war ja ein Neufahrzeug. Auch der wurde von uns noch getestet, funktioniert tadellos, überhaupt kein Problem. Auch hier, wenn Interesse besteht, weil ihr eventuell austauschen müsst, euren oder wie auch immer, jederzeit durchrufen. Auch da kann ich euch natürlich einen Preis am Telefon sagen. Hier könnt ihr nochmal gucken. Ja, Tedford Original. Also, das ist alles top. Wie gesagt, wenn Interesse besteht, einfach durchfunken. Und da habe ich hier oben auch noch mal zwei Kühlschränke. Also, wenn da Bedarf ist, sagt ruhig Bescheid. Da habe ich hier noch mal zwei Kühlschränke. Da könnt ihr jederzeit anrufen. Das da ist ein Dometic. Auch schick, neu, fast neu. Auch nicht oft gebraucht. Schaut richtig klasse aus, genauso wie der hier als Unterbaukühlschrank von einem Kastenwagen ausgebaut. Auch der ist noch top, auch von Dometic. Alles beide Absorberkühlschränke, 9 Monate alt, sind jederzeit abzugeben. Wenn da Interesse besteht, einfach kurz durchfunken. Ich sage euch den Preis, also überhaupt kein Problem. Dann können wir da was machen, falls ihr sowas benötigt. Ist das überhaupt kein Thema? Genau. Wups. Dann haben wir natürlich auch neu bei uns im Programm. Nein, nicht neu bei uns im Programm. Ich habe euch diese Trockentrenntoilette ja schon öfter mal vorgestellt. Ich kann die immer nur anpreisen. Die ist sehr beliebt. Auch YouTube-Kollegen haben es ja schon öfter vorgestellt. Wir haben es nur schon länger im Programm, weil wir die ja idealerweise oft in den Vans verbauen, weil die da super gut integrierbar ist durch die kleine Größe und die Handhabung. Urinbehälter, hier hinten der Feststoffbehälter mit Entlüftung. Also auch hier, wenn Interesse besteht, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Das Teil haben wir auch hier in der Ausstellung stehen, kann auch jederzeit hier besichtigt und angeschaut werden. Natürlich zu unserer Cinderella, die wir ja eh schon da haben. Genau, die steht da hinten. Unsere Verbrennungstoilette, auch die haben wir natürlich als Muster immer hier stehen. Und auch die können wir euch nochmal in aller Ruhe hier erklären, wenn es denn für euch ein Thema ist. Überhaupt kein Thema. Dann noch ein kleines Wort zu unseren AirTune-Filtern. Ich kann nur immer wieder sagen, ich habe die jetzt schon mehrmals selbst verbaut, bei Kunden verbaut und viele Kunden, wo uns angerufen haben und haben die bestellt bei uns und sind also wirklich durchaus alle begeistert. Die Dinger, die funktionieren wie doof, hätte ich schon fast gesagt, wie doof. Nein, die funktionieren wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sind viele, viele begeistert davon. Und also ich kann bloß immer wieder beteuern, wenn er euch was Gutes tut, holt euch die Filter. Die Luft wird um ein Vielfaches besser in den Fahrzeugen. Wenn es Schwierigkeiten gibt beim Einbauen, auch kein großes Problem. Klar, es ist immer ein wenig Weg. Bei uns hier, die bei uns bestellen, auch ruhig vorbeikommen. Wir bauen die für euch ein. Ist überhaupt kein Thema. Machen wir sehr gern. Und ihr seid da auf keinen Fall allein gelassen, weil wir möchten natürlich jedem auch die gute Luft gönnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da möchten wir schon auch euch unterstützen, damit es wirklich gewinnbringend für euch ist und auch wirklich super gut funktioniert. Ich weiß von vielen Kunden, die mega begeistert sind, die die Dinger wirklich jetzt schon längere Zeit verwenden und auch verbaut haben. Und die Luft auch wirklich um ein Vielfaches besser ist, messbar besser ist. Selbst ja auch in meinem eigenen Fahrzeug, wo ich es immer wieder mal teste,
und verbaut habe, auch da ist es wirklich nicht mehr wegzudenken. Also das ist einfach ein Riesenthema für mich, weil es genauso wie da unten das Solbio einfach ein Thema ist, wo ich mir was Gutes tue, mit Solbio der Umwelt was Gutes tue und meinem Gewissen was Gutes tue. Und da muss man einfach dafür, ja, ich will nicht sagen, dafür kämpfen. Nein, muss man nicht, weil es halt wirklich gut ist. Nur ich möchte es halt immer wieder mitteilen, weil es halt echt wirklich eine tolle Geschichte ist. Also ich bin da total begeistert und nach wie vor total geflasht von den Dingern, wie toll, dass die funktionieren. Jo, so, jetzt ist aber gut. In diesem Sinn wünsche ich euch einen noch wunderschönen Abend. Genießt nur ein bisschen die Sonne. Ja, bei uns ist nicht so viel Sonne. Es ist zwar einigermaßen warm, aber es ist ein bisschen bedeckt. Also es wird wieder Gewitter geben. Aber zumindest ist es ja schon mal ein bisschen wärmer geworden. Nicht mehr ganz so kalt. Das ist schon mal wichtig. Und man kann ein bisschen umeinander fahren. Das ist auch schön. Und jo, jetzt starten wir wieder in die Woche mit voller Tatendrang, was wir alles heute so vorhaben. Und da nehme ich euch auf alle Fälle wieder mit. Und dann bis dahin bleibt's gesund, alles Gute. Über ein Like freue ich mich natürlich immer, genauso wie über ein Abonnement. Auch wenn das Video jetzt nicht ganz so intensiv technisch war, aber zur Information, was alles in der Woche passiert, ist es ja auch immer ganz interessant. Also, bis dann. Ciao, ciao.